Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videoclip vom Simmosack. Heute von der Marschbahn, heute nichts zum Thema Signale. Heute fahren wir auch im Autopilot-Modus, denn heute geht es in dem zweiten Teil um die Anfangsschwierigkeiten deutscher Diesellokomotiven. Und zwar speziell heute mal beschäftigen wir uns mit dem Modell der guten, alten und allseits beliebten V200. Gucke ich mal, dass ich die hier ein bisschen näher ins Bild kriege. Da ist sie in Frontalansicht. Ja, es geht aber nicht heute mal um Zusi selbst, sondern wir benutzen hier quasi mal Zusi als Demonstrationsfilm, um etwas über die deutschen Diesellokomotiven aussagen zu können. In Deutschland hatten die Diesellokomotiven leider einen regelrechten Fehlstart, kann man sagen, denn zu Anfang ihrer Karriere waren sie wirklich recht häufig eben in den Betriebswerken und Ausbesserungswerken mit erheblichen technischen Problemen, und zwar an der Maschinenanlage. Die Dieselmotoren dieser Maschinen waren einfach den Belastungen, die man der Bahn versprochen hatte, nicht gewachsen. Und genau das ist heute unser Thema. Wir schauen uns mal die Probleme an, die es in den 50er und 60er Jahren gegeben hat. Heute beschäftigen wir uns dazu mit der V200 hier Kopf einziehen, Brücke. Hier auf der Marschbahn, das dürfte die Eiderbrücke sein. Nehmen wir mal zum Anlass, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Es gibt eine bestimmte Ausgangssituation in den 50er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland, und zwar die Ablösung natürlich der Dampflokomotiven. So sehr wir die alle gemocht haben vielleicht und so sehr sie auch technische Relikte waren, Dampflokomotiven waren natürlich im Unterhalt, im Betrieb, in der Anschaffung, natürlich auch in der Wartung extrem teuer. Diesellokomotiven konnten mit einem Lokomotivführer gefahren werden, brauchten natürlich keine großartige Entschlackung und Versorgung mit Wasser und Kohle, im Prinzip vereinfacht gesprochen neben der normalen Wartung auftanken, fahren. Ja, und die Diesellokomotiven sollten Leistungen übernehmen, die früher Dampflokomotiven genommen haben. Natürlich sollte man auch ein bisschen mehr. Gerade die V200 war sozusagen der Urahne des schnellen Eisenbahnbetriebs. Also hiermit sollten hochwertige, schnell verbindende Personenzüge, D-Züge, Fernzüge gefahren werden. Und die Industrie versprach mit Motorleistungen, das in diesem Motor hinzukriegen. Aber die Maschinen wurden tatsächlich leider sehr häufig oder mussten dazu sehr häufig an der obersten Lastgrenze fahren. Und das führte halt eben leider zu sehr vielen massiven Ausfällen und hohen Kosten dieser Diesellokomotiven. Natürlich gab es in den 50er Jahren zuverlässig laufende Diesellokomotiven mit auch einer hohen Zugleistung aus den USA, aber die Deutsche Bahn stand wohl den Zweitakt-Dieselmotoren, den langsam laufenden Zweitaktern, sehr skeptisch gegenüber. Allerdings hatten die einen Vorteil: der Dieselmotor der amerikanischen Lokomotiven produzierte einfach Strom, indem ein Generator angetrieben wurde, und die Fahrmotoren und Lokomotive wurden entsprechend mit Strom versorgt. Es gab auch noch einen weiteren Unterschied zwischen den deutschen Lokomotiven und ausländischen Herstellern. Nämlich im Ausland wurden Dieselmotoren immer grundsätzlich mit einem Abschlag von einem Viertel der Leistung, also 25% der Prüfstandsleistung verkauft. Also Beispiel, eine 2000 PS Lokomotive wurde nicht als 2000 PS Lokomotive den Bahnverwaltungen angeboten, sondern nur als 1500 PS Maschine. Das war in Deutschland offensichtlich anders. Da glaubte man wohl, Prüfstandslauf sei gleichzusetzen mit dem realen Streckeneinsatz. Ja, und die Zukunft für die Deutsche Bahn lag einfach in schnell laufenden Lokomotiven, und die Kraftübertragung sollte nicht dieselelektrisch sein, sondern dieselhydraulisch sein. Vielleicht versprach man sich von der Dieselhydraulik mehr Zuverlässigkeit, dass man der Elektrik skeptisch gegenüberstand. Das kann man aber heute im Nachhinein nicht mehr sagen. Fakt ist, in unserer Gegenwart sind diese elektrischen Lokomotiven eigentlich der Standard geworden, runter bis in den Rangierbereich. Ja, die damaligen Lokomotiven, wie zum Beispiel auch hier unsere V200, hätte eigentlich
durchgehend der Doppeltraktion bedurft. Also immer zwei Lokomotiven wären dann eigentlich ausreichend gewesen, die Leistung zu erbringen, für die eine Einzellokomotive bei der Bahn herangezogen worden ist. Unser Beispielzug mit den paar Wagen hat damit keine Schwierigkeiten, aber die Konstellation, also die Zusammenstellung von Fernzügen in über ganz Deutschland war für die Diesellokomotiven in den 50er und 60er Jahren sehr viel mehr Gewicht, sehr viel mehr Zuglast erforderlich und nicht so bequem durchs Flachland. Da ging es ja auch schon mal durch Gebirgsstrecken. Natürlich hat die Deutsche Bahn auf die hohe Schadanfälligkeit in dieser Zeit reagiert. Und zwar hat man einmal verglichen, wie lange wird eine Fahrstufe eigentlich wirklich genutzt. Und zwar, was sagt der Hersteller und was machen wir tatsächlich? Und am Beispiel unserer wunderschönen V200 hat der Hersteller gesagt, also wir rechnen damit, dass die Fahrstufe 5 durchschnittlich in 15% der Dienstzeit genutzt wird, die Fahrstufe 6 in 5%. Und die Deutsche Bahn hat um 1960 herum eine Erhebung gemacht und festgestellt, ja, die Fahrstufe 5, die weicht gar nicht so deutlich da ab, was der Hersteller sich vorgenommen hat. Da waren es 20%, aber jetzt kommt eigentlich der Knaller. Die Fahrstufe 6 wurde statt in 5% wie konstruktionsbedingt in 25% der Dienstzeit benutzt. Und daran sieht man, eigentlich fünfmal mehr wurde dieser Fahrstufe oder der Lokomotive abverlangt, als es eigentlich von den Ingenieuren der Industrie vorgesehen war. Ja, was war die Folge daraus? Jeder Motor einer V200 war im Erhebungsjahr 1960 durchschnittlich einmal zu einer Schadinstandsetzung im Ausbesserungswerk Nürnberg. Und die erste Konsequenz, die man gezogen hat, war die Grenzlasten, also das, was man den Lokomotiven zumuten wollte, wurde ab 63 um smarte 8% reduziert. Und an diesen Zahlen sehen wir, dass also eine V200, so schön sie ist und so gewaltig sie uns auch vorgekommen sein mag zu ihrer damaligen Zeit, eigentlich für den vorgesehenen Dienst hochwertige Fern- und D-Züge mit hohen Geschwindigkeiten durch Land zu transportieren, nicht geeignet war. Und die Deutsche Bahn musste eigentlich handeln, nämlich indem sie der Industrie andere Lokomotiven abverlangt hatte. Leider aber, und das muss man jetzt schon mal voraussagen, bei der zweiten Generation der Diesellokomotiven hat man nicht allzu viel dazugelernt. So hatte die V200 der zweiten Generation, also die 221, und die V100 den Motor Mercedes-Benz 835 auf dem Prüfstand mit 1400 PS in die Lokomotiven eingebaut. Aber die Prüfstandsleistung wurde nur mit 1350% in den Betriebsdienst übernommen. Das heißt also, der Abschlag war nicht 25%, sondern relativ marginal. 10 Motoren Mercedes-Benz 835 überlebten die Abnahmefahrt nicht. Das heißt, schon während der Abnahmefahrt haben sich da Schäden gezeigt und zu den Schäden gehörten Kolbenfresser. Allein 1965 waren das 150 Maschinen mit Rissen in den Zylinderlaufboxen. Ja, und die Hersteller und die für die Bauart Verantwortlichen setzten insgesamt 30 verschiedene Varianten des Mercedes 835 zur Disposition und daran sieht man, hier musste noch ganz viel dazugelernt werden von der Industrie, aber auch von der Deutschen Bahn. Aber natürlich haben die Hersteller auch reagiert und haben diese thermischen Probleme versucht, mit einer Kolbenölkühlung in den Griff zu bekommen. Und das Ganze wurde eingeführt mit der Baureihe 216 ab der zweiten Bauserie, also ab 66, gab es diese Vorbereitung für die Kolbenölkühlung, aber erst mit der vierten Bauserie, 68, wurde das serienmäßig eingebaut. So kam es wieder zu einer Sanierungsfall der 835er Motoren. Diesmal gab es dann die Möglichkeit, ab der V90 die Motoren zu nutzen und 68 hat man tatsächlich 290er Lokomotiven Motoren entnommen und in 212 und 211 eingebaut. Also es gab tatsächlich in den ersten ja fast 20 Jahren deutsche Diesellokomotiven erhebliche Probleme,
verbunden, leider auch mit erheblichen Schadbildern. Ja, das war also eigentlich so ein kleiner Rundblick in die Probleme der deutschen Dieselmotoren. Ich muss an dieser Stelle auch einem YouTuber-Kollegen, dem Echorei, danken für seinen Clip, den er dazu gemacht hat. Ich wollte das ganze Datenmaterial mit meinem Clip ein bisschen aufbereiten, zusammen mit unseren wunderschönen Lokomotiven, die wir auf Zusi fahren können. Wir als Zusianer und Simulatorfahrer haben damit höchstwahrscheinlich überhaupt keine Probleme. Also platzende Motoren und so weiter werden wir wohl nicht erleben. Übrigens, so ein Motorplatzer ist auch nochmal in jüngerer Zeit passiert bei Museumslokomotiven der deutschen, der diversen Museen in Deutschland. Da gab es also einen Motorenplatzer auch, der dann einen Kostenschub verursacht hat von 140.000 Euro für die Instandsetzung. Also da gab es eine ganze Menge Sachen, die nicht so schön waren. Ja, ich sage hier an dieser Stelle schönen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Simulsack ein Like da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns wieder auf diesem Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Simulsack.